ist so ein Gefühl gerade gewesen von so tiefer Dankbarkeit, dass es mir so gut haben. Draußen ist gerade so richtig ekliges Herbstwetter und ich sitze hier und freue mich ewig. War gerade beim Foodsaving und habe die Brote und so weiter geholt und habe Container des Salat und hier so leckere Frischkäse, Frischcreme und Sachen, die eingelegt sind, alles containert. Und sitze da und denke, Mann, was habe ich für ein Glück, dass ich hier fett reinbeiß, genug zu essen habe und so leckere Sachen und es mir so gut geht. Und das ist so ein Gefühl gerade gewesen von so tiefer Dankbarkeit, dass es mir so gut haben. Und das habe ich früher nicht gehabt. Das habe ich erst gehabt, seit ich mich mit der Klimakrise beschäftigt habe und mir klar ist, dass die Chance gut stehen, dass zukünftige Generationen das nicht mehr so haben werden. Die werden draußen im Piss irgendwie probieren, noch Sachen zu organisieren, Essen zu finden und so weiter. Und dieses unvorstellbare Leid, was die Klimakatastrophe mit sich bringen wird, ist für mich ein Grund, das, was ich jetzt habe, noch viel mehr zu genießen. Das heißt, das, was es für Auswirkungen auf mich hat, das sind positive Auswirkungen. Das ist besser wie früher, wo ich mir das Zeug alles Mögliche reingespachtelt habe und es gar nicht wertgeschätzt habe. Es ist jetzt so, dass ich glücklicher und dankbarer bin wie vorher. Deswegen braucht man keine Angst haben vor der Klimakrise, sondern wenn wir das Herz aufmachen und uns klar machen, was das bedeutet, werde man nicht unglücklicher, sondern glücklicher. Ach so, und einige werden jetzt denken, ah, wenn ich aber die Klimakrise annehme, dann kommt das ja, dieses Riesenproblem, was keiner haben will. Dazu kann ich dir nur sagen, die Klimakatastrophe, die kommt, das ist wissenschaftlich belegt. Und zwar dann, wenn wir so weiterleben wie bisher. Egal, ob wir hingucken oder nicht. Wenn wir aber hingucken, haben wir die Möglichkeit, uns bewusst zu machen, dass wir es noch ändern können, dass wir die letzte Generation sind, die die Entscheidung trifft, wohin die Menschheit steuert, in einer Heißerdezustand für 10.000 bis 100.000 Jahre, wo wir ums Überleben kämpfen. Oder aufs nächste Level, wo wir neues Bewusstsein, soll ich denn das sagen? Eine neue Welt kreieren, in der es uns allen noch besser geht als jetzt. Aber es ist schwierig zu sehen, diese neue Welt, das gebe ich zu. Und ich weiß auch nicht genau den Weg dahin. Ich habe für mich nur entschieden, dass ich diese Angst, von der ich oft geleitet wurde, da nicht hinzuschauen, da nicht konsequent zu handeln, dass ich die immer wieder überwinden möchte durch meinen Mut, wie ich es jetzt mache mit der Verhandlung, dass ich da den Bezug zu meinem Diensteid herstelle. Aber auch in vielen anderen Dingen habe ich das schon gemacht. Und ich merke immer, wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben vor der Zukunft, vor dem, dass es uns schlechter geht, wenn wir mutig und richtig handeln, sondern also, mir geht es immer noch besser. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich empfinde es tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, es gibt immer weniger Unsicherheit für mich. Und da möchte ich einfach alle dazu einladen, das auch zu probieren, ob es bei ihnen sich auch so anfühlt und auch so gut ist. Weil schade fände ich, wenn man aus Angst vor etwas, was eine riesige Chance ist, wegguckt und die Chance verpasst. Da ermutige ich jeden, die Chance in der Krise zu ergreifen und sein Möglichstes zu tun. Und sein Möglichstes zu tun bedeutet nicht, dass man auf die Straße sitzen muss oder keine Ahnung was machen muss. Wichtig ist, dass man nur das tut, was man selber für richtig hält. Aber dass man den bequemen Rahmen, wo man sagt, ob ich hierher, finde ich es alles ganz gewohnt und ganz okay. Aber ich fände das noch richtig, dieses, was außerhalb des eigenen normalen Horizonts liegt, was man für richtig erachtet. Da den Mut zu haben, das zu tun, das ist für mich der entscheidende Moment. Das ist so ein Kompass für mich, wo ich sage, jo, wo will ich denn hin? Wo sind denn meine Potenziale? Probier es aus. Also, ich habe jetzt von, sage ich mal, 100 Mal einmal erlebt, dass es nicht so gut ist. 99 Mal habe ich gedacht, oh shit, das wird richtig schwierig oder problematisch und es wird ewig gut. Von daher habe ich jetzt halt ein gutes Verhältnis, wo ich sage, jo, alles weiter in diese Richtung.
Und ich gehe davon aus, dass das bei jedem Fall sein wird, wenn er diese Schritte tut. Aber das muss jeder selber verantworten und selber sich entscheiden, was er tun möchte. Für mich ist klar, wenn wir am entscheidenden Punkt der Menschheitsgeschichte sind, dann will ich auf jeden Fall etwas wagen, einen Schritt weitergehen. Nicht nur abwarten und Tee trinken. Und hinterher sage, oh je, Scheiße, jetzt ist hier Weltuntergang und die Leute sterben und meine Kinder gehen in eine Zukunft, die verloren ist. Und alle haben es gesagt und ich habe es gehört, aber ich habe gedacht, ich warte mal ab und guck mal und bleib mal im sicheren Rahmen. Das wäre für mich jetzt keine Option. Ja. Und ich glaube, eigentlich für keinen von uns, wenn man sich's wirklich überlegt. Und wir sind an dem Punkt der Menschheitsgeschichte. Ich meine, die Wissenschaftler sagen das seit 40 Jahren. Jetzt wird es immer mehr klar. Die einen sagen, nein, wir wählen lieber die Partei, die sagt, es gibt keinen Klimawandel, wie bei Don't Look Up. Ja, das ist ein bekanntes Phänomen in solchen Ausnahmezuständen, dass die viele irrational handeln. Aber entscheidend ist nur, wie du handeln möchtest. Und da empfehle ich dir, setz dich mal hin, überleg dir mal, was du möchtest. Und dann probier das mal aus, sei mal mutig. Verlierst nicht dann gleich dein Leben. So viel ist safe. So, jetzt genug gelabert. Mal wieder. Wünsche euch einen ganz tollen Tag. Genießt das Dreckswetter draußen. Und vergesst nicht, die Welt zu retten, wenn ihr es wollt. Achso, und Wäsche zu machen, gell, und so. Die ganze normale Alltagsaufgabe bleibe. Aber sie sind weniger problematisch für mich geworden.